Hallo, liebe Fußballfreunde. Kennt ihr das Gefühl? Ihr fragt euch manchmal, wozu soll ich jetzt reagieren? Aber dann fragt man sich auch, gibt es überhaupt diese Reaction? Nächstes Mal habe ich mir nicht die Frage gestellt. Doch ein ganz großer YouTuber. Gronkh. Wie man es so kennt. Ich bin einfach auf YouTube. Man sieht die Startseite. Man sieht die neuen Uploads von den verschiedensten Kanälen. Man schaut manchmal die Trends. Auf einmal finde ich ein Video, wo Gronkh sich die Frage stellt, warum gibt es Reactions? Ich habe nur einen Kommentar gelesen, dass es mega witzig sein soll, dass manche nicht einkriegen konnten. Und ich gehe jetzt der Ursache auf den Grund. Bin gespannt, was in diesem Video, welches ich euch jetzt gleich präsentieren werde, wird. So viel soll aber gesagt sein. Es ist ein Reaction von mir auf Gronkh. Gleichzeitig aber ein Reaction von Gronkh auf Unge. Und gleichzeitig reagiert Unge auch noch auf dem Video. Also es ist hier eine dreifache Reaction. Und wird sehr witzig. Ich hoffe es. Deswegen würde ich sagen, hauen wir mal rein. So, da sind wir auch schon. Wir sind hier jetzt bei Best of Gronkh. Gronkh reagiert auf Unge. Gronkh über das Thema React. 41.000 Aufrufe, würde ich sagen, starten. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Hier habe ich schon bei mir leiser gemacht. Vielleicht mache ich hier auch noch, ja, ich mache mal sonst so. Ich werde es ja sowieso abmischen. Ich würde sagen, 12 Minuten reagieren wir jetzt mal auf Gronkh, reagiert auf Unge. Unge reagiert anscheinend auch auf ein Video und ich reagiere auf das Video. Einfache Reaction. Einfach nur zu krass. Da muss man jetzt ein Video drüber machen, oder was? Ich hab grad mal eine Frage. Das sind React-Videos? Ja. Ja, ich keine Ahnung. Vielleicht fängt gleich wieder, kriegt wieder so ein Nachtfleisch. Warum gucken Leute sowas? Unterhaltungswert. So. Okay, das. Und jetzt müsste ich hier theoretisch. Ich muss hier mal wieder die Vorschau aktivieren. Jetzt kann ich hier theoretisch Overlay TV reinmachen. Und dann kann man da nämlich reacten, verstehst du? Okay. Ich mach kurz die Liste auch aus. Nicht böse sein. Diese hier, die Event-Liste, mach ich kurz aus. Dann können wir ja so reacten. Battlefield 5 Official Reveal Trailer. Bildschirm im Bild. Das heißt, ja, so. Tobi, okay, Tobi und ich bin bereit für unser. Gronkh reagieren jetzt auf den Battlefield Trailer. Nicht genau synchron sein. Ich weiß, du kannst einfach runterziehen, wenn du. Ich bin auf 000 und du kannst einfach runterziehen, wenn du auf Play drückst. Okay, ich bin jetzt auch auf 000 und. Wir reagieren mal mit. Auf 3. Ja. Okay. 1, 2, 3. Weiß nicht, soll ich jetzt auf Video oder eher auf Gronkh 8? Boah, was? Alter, EA! Alter, DICE! Was? Frostbite! Wow! Alter, die Kette! Das Blut, Tobi! Das Blut! Kette! Hä, wie sind die denn? Das ist doch Ingame-Grafik, das sehe ich sofort, Alter! Tobi! Wow! Wie die weg? Die schießen die weg, Tobi! Alter! Alter, nein! Geh nicht hoch! Oh Gott, der nimmt den Geißel! Der macht Geißel, Tobi! Die kommen mit Panzern! Und der springt uns! Die Rolle! Das ist wie PUBG, geil! Oh, ich muss das HH kurz ausmachen. Alter! Der Soundtrack, Alter! Oh! Oh, hab ich mich erschrocken gerade. Alter, die Action ist so krass, Alter. Hab ich noch nie gesehen. Karre explodiert. Alter, das Flugzeug. Boah. Er lebt. Ist er tot? Da ist jemand gestorben im Spiel, Tobi. Tobi hat noch. Alter, jetzt hab ich eine. Hast du auch die GUI? Siehst du die GUI, Tobi? Siehst du, Alter, wie krass die gemacht ist. Defend. Alter, und du rennst quasi, du bist im Krieg, Tobi, du bist im Krieg. Wie die brüllen, als ob ich da wäre. Als ob ich da wäre. Ich sag mal, kann ich das hier? Man sieht noch an den Wassertropfen auf dem Bildschirm gerade. Die sterben alle, wie geil, ist das lustig. Hä, der kann ja gar nicht fliegen. Was für ein Bob. Hat er voll verdient, Alter. Voll der Pfosten, was? Machst du das? Ach, geht ja! Im Flugzeug die Handbremse gezogen. Hä, wer ist er? Hä? Gay!
Was hat der für, was mit der Hand? Hä, das ist doch die von dem PlayStation-Spiel. Das ist doch von Horizon, Alter. Ja. Horizon mit so einer Hakenhand. Battlefield V, Alter, krass. Alter, mega. Xbox One, Alter. Oh. Xbox One. Ey, und Xbox One. Alter, oh, ich muss meine... Oh, Alter, was ist das denn? Das ist der Pan? Ich hab Pan gerade aufgeweckt. Wir haben gerade React gemacht. Das... Boah. Alter, das... Wow. Oh, ich kann nicht... Oh, Alter. Wow. Ey, das ist schon... Oh. Ich meine, meine Herzklappe, Alter. Meine Herzklappe fliegt mir gleich weg. Okay, das war React. Geil, so läuft's. So, auf was reacten wir jetzt? Lass mal auf ein Unge-Video reacten, Alter. Ah, jetzt kommt's. Okay, welches nehmen wir? Ich weiß es nicht. Ich gebe das mal ein. Ich gehe auf den Unge-Channel jetzt. Komm, ich weiß zu nicht, gut einfach nur. Was hat ihr denn so? Zu gut einfach nur. Unge reagiert auf Ice-Challenge. Unge reagiert auf gibt es Geister. Okay, warte. Okay. Was ist denn? Oder was ist denn? Vor 3 Stunden ist das aber mit dem auf die XXL Ice-Challenge. Ja, wollen wir das nicht? Okay, ja, machen wir das mal. Machen wir das mal. Ja. Okay. Also ich bin warte kurz. Wieder auf Null. Warte, boah, ich muss gucken. Ich mache jetzt Fullscreen. Kann jetzt schon nicht mehr. Okay. Heute Krückentag. Auf Null. Warte, ich muss aber hier wieder einblenden. Overlay. Geht ja noch nicht. Also, So. Okay. Wir reacten jetzt auf die Ice Challenge. Unge reagiert auf XXL Ice Challenge Prank Bros. Alter, das geht 18 Minuten? Ernsthaft? Jetzt gucke ich mir nicht an, 5 Minuten. Ja, maximal 5 Minuten. Okay, gut. Das ist aber schon zu viel. Okay, okay, also, pass auf. Auf 3 wieder. Mhm. 1, 2, 3. Wir gucken uns die Eischen. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Das ist Kelvin. Und heute gibt es mal ein Wettessen, und zwar mit Eiskugeln. Wir werden mal abchecken beim Eisladen, wie viele Kugeln es maximal auf dem Hörnchen gibt. Ja. Und dann machen wir auf jeden Fall ein Wettessen. Genau, versuchen so jeder, dass jeder 10 Kugeln auf einem Hörnchen oder so hat. Genau. Okay, da bin ich mal gespannt. Als Kind wollte ich immer so ein Eis, was so, kennst du diese Schilder bei einer Eisdiele, wo so 10 Kugeln das interessiert so sind? Keinen. Und ja, Mann, ich wollte als Kind auch so ein Eis, aber es... Tobi! Krass! Wichtige Info. Weil die Eismacher das nicht wollten, machen nö, weil meine Mutter, Heftig! Nein, die Eismacher wollten das nicht. Hat er bestimmt direkt eine gefeuert. Die Eismacher wollten das nicht. Krass! Gucken wir mal rein. Oh, ich kann nicht mehr. Wie viele Eiskugeln können Sie denn stapeln? Also maximal auf ein Hörnchen. Boah, 7, 8, was ist das? Ist krass. Das wäre krass. Alter. Das schiefe, der schiefe Turm von Hörnchen. In der Eisdiele hatte ich immer 5 und dann so fette Sahne-Dings drauf und dann nochmal diese Schattenmorellen, diese Kirschen aus dem Glas. Kirschen. Was war dein Maximum? Mein Maximum an Eiskugeln, boah, ich habe immer ein Spaghetti-Eis im Becher genommen, weil Spaghetti-Eis... Ach so, ey, das Spaghetti-Eis schmeckt geil. Eis ist Gift, du Opfer. Hat er nicht gesagt. Tobi, im Spaghetti-Eis ist Milch drin. Nein. Ist dir das klar? Ja, das weiß. Ist dir das klar? So geil ist. Das weiß der, glaube ich, nicht. So geil, weil die Sahne ist unten drunter und das ist dann kristallisiert, diese Kristallsahne. Bei mir ist auch Sahne unten drunter. Ich sage dir, Spaghetti-Eis ist das beste Leben. Ohne Witz. Bei mir ist gerade zu warm. Aber das Eis sieht schon lecker aus, muss man sagen. Oh. Aber jetzt kommt die Szene, glaube ich, vom Anfang. Muss jetzt ein Video drüber machen, oder was? Ich habe gerade mal eine Frage. Das sind React-Videos? Ja, ich keine Ahnung. Vielleicht fängt wirklich man reagiert ja so gesehen einfach auf andere Videos. Also, keine Ahnung. Weiß auch nicht, warum das im Trend ist. Das ist eine gute Frage. Das ist doch im Grunde genommen nur Content-Klau, oder nicht? Der guckt sich jetzt ein großes Video an vom anderen Channel, das ist nur Content-Klau. Natürlich. Der sitzt da und der sagt ja gar nichts. Der sagt nichts. Aber er claimt halt andere. Ich guck mal, wann er leckt, da leck ich auch. Ist schon stark. Also bisher eines der besten Videos der Prank-Bros, die wir bis jetzt gesehen haben. Also es ist sehr, ist noch sehr nett bisher. Also es ist noch nicht viel Scheiße passiert, sag ich mal so. Die Prank-Bros haben sich verändert. What's up? Man geht ja einfach kilometerlang mit diesem Eis. Das ist aber so lecker, ne? Das ist echt lecker. Alter. Boah, ich will nicht wissen, wie viel Zucker da drin ist. Haben die nicht gesagt, die wollen ein Wettessen machen, aber essen jetzt schon ein bisschen? Es kommt so dramatische Musik so. Dem schaffen sie es noch einen Platz zu finden. Ey, wenn die jetzt noch diese Prank Bro Soundeffekte reinmachen würden. Ja. Also so mega random, Alter. Einen Platz gefunden. Tobi, weißt du was? So. Okay, Leute, das wäre mega random mit Soundeffekten, Alter. Also sie hätten sich auch keinen Platz suchen können, der weiter weg ist, ne? Das Eis ist einfach nur noch so ein Brei. Einfach nur Gronkh auch anzuschauen, das Entertainment. Er weiß selbst nicht, wie sowas Trend sein kann, auf Videos zu reagieren. Aber das ist auch schwer, finde ich, zu irren. Das ist
irgendwie über die Hände drüber läuft. Das ist sowas von eklig. Tobi, ich mach mal ganz kurz aus. Ich mach echt mal aus, weil das ist ganz ehrlich. Es gibt auf der Welt Hungersnöte, aber wenn das Eis über die Hände läuft. Ich verstehe nicht, warum das Video 51.000 Aufrufe hat. Mit welchem Recht? Weil man sich bei manchen fragt, was halten andere YouTuber dafür? Das ist neidisch oder irgendwie. Nein. Ich so Fronting also, oder sowas, aber ganz ehrlich. Als Erklärung. Warum guckt man sich sowas an? Das ist, wie du schon sagst, Content-Glau. Und er blendet halt einfach nur seinen scheiß Video um. Ich verstehe es auch nicht. Es ist mir gerade ein Rätsel. Es ist mir einfach. Also, ich habe mir. Ne, das sind meine ersten React-Videos. Ich habe die halt echt nie geguckt, weil. Hat mich nie interessiert. Ich verstehe es gerade einfach nicht. Du guckst dir einfach ein Video vom anderen Channel an. Und sitzt die ganze Zeit und schweigst und sagst ab und zu mal einen Satz. Ja, ich verstehe das. Also so Game Trader Reacting, okay, das finde ich ja noch ganz okay. So der wird das hier sehen und direkt über dich herziehen. Wart's ab. Ja, ach komm, Mensch schon. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ich verstehe nur das Format einfach nicht. Ich verstehe das auch halt überhaupt gar nicht. Also, keine Ahnung. Ich meine, oder ist einfach nur das Video gerade echt schlecht gewählt. Aber dann würde ich es halt auch nicht hochladen. Ich weiß es nicht. Das ist mir ein Rätsel. Aber er macht das halt relativ geschickt, sag ich mal. Ja. Indem er halt quasi im Grunde genommen den Titel einfach von diesem Video von den Prank Bros nimmt und einfach nur davor schreibt, Unge reagiert. Ja. Mhm. Vielleicht sollte ich das bei dem Video auch machen. XXL Eisschild von Prank Bros. Ja, ja, und die sind auch gerade Unge reagiert auf Gibt es Geister von Tomatolicks. Ja. Er macht das an sich, macht er das nicht? Weil er reagiert ja nicht auf Videos jetzt von mir zum Beispiel, ja, so Videos von kleineren YouTubern. Aber dann ist es ja wirklich, sich nur an anderen Leuten festkleben, an dem Content von anderen Leuten festkleben. Das kann doch auf Dauer nicht funktionieren. Ich kann mir das vor allem weiß das ist nicht. Ja kein gutes Konzept, halt so wenn man bedenkt, nur wenn das andere macht, Channel claimen, die auf seine Videos reagieren, aber er selbst macht ja nichts anderes. Oh, werde ich jetzt geclaimed, wenn ich das hochlade? Das weiß ich nicht. Das, ich kann das auch ausblurren auf der linken Seite. Das muss man nicht unbedingt sehen. Klar, das geht auch. Gronkh ist Gift. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut. Ich verstehe die Faszination von React gerade beim Battlefield. Gut, das war natürlich alles ein bisschen. Game-Trailer, genau. Ich weiß es nicht. Da ist halt der Fanboy aus dir rausgekommen. Ja, na gut, das ist klar. Da bin ich halt auch natürlich einseitig sehr. Aber also generell verstehe ich es, bei manchen Sachen verstehe ich, wenn man vielleicht sehen will, wie Leute auf etwas reagieren. Zum Beispiel will man ja auch sehen, wie ein Let's Player vielleicht auf Horrorspiele reagiert. Das macht ja vielleicht auch den Reiz aus, ne? Das kann passieren. Zum Beispiel. Aber das hier ist ja wirklich, das ist einfach nur Reacten auf Videos die gut, von anderen, die gut laufen. Mehr ist das ja nicht. Das ist ja nicht auf besondere Videos oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur so. Ja. Das ist richtig. Habe ich das jetzt auch mal? Habe ich das jetzt auch mal? Aber ich verstehe es nicht. Gut, das ist vielleicht so ein bisschen wie im Fernsehen. Im Fernsehen gibt es ja auch so diese. Mit Sonja Zietlow gab es das doch mal eine Zeit lang. Du meinst das, was Wirt bei Wohnzimmer macht, wenn da Clips gezeigt werden und steht da irgendwie drei YouTuber und reagieren darauf oder sagen dazu was? Genau. Da gibt es das im Fernsehen auch. Chartshow zum Beispiel, genau. Und dann sitzen die halt irgendwelche C-Brommis oder D-Brommis da und sagen, aber, ja, das habe ich damals gehört, als ich scheißen war. So, ja, vielleicht genau. Aber die reacten ja nicht nur auf ein Video, was die nur abspielen und sitzen da und gucken sich das an und sagen zwischendurch was, sondern die erzählen ja so ein bisschen was über ihre Erfahrung damit oder was oder ihre Meinung zu irgendwas oder so, ne? Ja, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Da weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch. Okay, aber gut zu wissen. Gut zu wissen, haben wir das heute auch mal. War mein erstes Mal, Tobi. Das war jetzt mein erstes Mal. Haben wir noch mal ein erstes Mal zum Abschluss jetzt hier gehabt. Das ist ja unglaublich. Ja, natürlich, ist echt unglaublich. Unge reagiert auf Bibi ist schwanger, Changes. Ja. 600.000 Aufrufe, ey. Ganz ehrlich. Da geht die Welt zugrunde. Ach ja, na gut. Wenn es mit Let's Plays nicht mehr so läuft, ne, Tobi, dann machen wir das. So. Der ganze Stream auf Gronkh TV, ja, okay. Also, das war's mit der Reaction. Ja, Gronkh hat hier eigentlich gar nicht mal so unrecht, weil, man muss schon ein gewisses Kanalkonzept haben. Und wie ihr wisst, habe ich das auch, weil ich mache inzwischen halt eben diese Random Reaction halt Challenge-Videos. Ansonsten Minecraft Lost, Tomb Raider, andere Games, manchmal ja auch ein Vlog. Okay, kam jetzt lange keiner mehr. Aber es lohnt sich aktuell auch irgendwie keiner. Am nächsten kommt halt eben eher die Gamescom, aber ihr wisst, wie ich das meine. Aber einen ganzen Kanal nur mit Reactions zu haben, finde ich komisch. Wenn man aber Videos macht, wo man reagieren kann, und wenn es nur irgendwie solche Fun-Videos sind, ist das ja völlig in Ordnung. Ja, also von daher, also, oh, das war gerade witzig bei Battlefield. Boah, ich konnte echt nicht mehr.
Also, oh, wie Gronkh da abgegangen ist. Originalvideo ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Nächste Woche reagieren wir auf etwas Schönes, so viel soll gesagt sein, nämlich auch auf einen, hier angesprochen, auf einen Game-Trailer. Welcher das ist, verrate ich nicht. Einer, worüber ich auch ein bisschen was erzählen werde mit Sicherheit. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Grüße ging natürlich raus an Gronkh, auf den ich reagiert habe, auch auf Unge, auf den Gronkh so gesehen reagiert hat, und auf die Prank Bros, auf die, wo Unge auf die reagiert hat. Also wie gesagt, es war ein React auf ein React auf ein React. Ein dreifaches React. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann zu einem anderen Video wieder. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal und rein und tschüss.